روز شنبه 20 ماه مه سال 2023 برابر با 30 اردیبهشت 1402 ایرانی های شهر هانوفر آلمان در اعتراض به قتل حکومتی رژیم خونریز جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند و اعدام 3 جوان معترض با نام های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی که به دست رژیم هستی سوز جمهوری اسلامی اعدام شدند را شدیداً محکوم کردند. شرکت کنندگان در این گرد همایی اعتراضی که به شیوه زنجیره انسانی سازمان داده شده بود، همچنین همبستگی خود را با خیزش انقلابی مردمان ایران اعلام کردند و فریاد رسای خود را علیه حکم اعدام و نیز خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در کشور شدند. توجه شما بینندگان گرامی پارتصویر را به پاره هایی از این گرد همایی اعتراضی جلب می کنیم. Weg, weg, weg! Die Mullah muss weg! Nieder mit der Diktatur! Nieder!
Diktatur! Wieder mit der 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 islamischen Regierung im Iran! 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 Nieder mit der islamischen Regierung!
Azadi! Azadi! Stopp, stopp, stopp! In Richtung des Stopp! Stopp, stopp, stopp! In Richtung des Stopp! Und zum Tode verurteilt. Said Yarubi
war ein Arbeiter und arbeitete in einer Immobilienfirma in der Nachbarschaft von Khan el-Sahan. In einem am 10. Januar 2023 in den sozialen Medien veröffentlichten Video forderte die Mutter die Freilassung ihres Sohnes. Sie sagte, Said sei der Brotverdiener und Allrounder ihres Hauses. Sie betonte, dass sie niemanden außer Said hat. Ein 85-jähriger Vater, eine 81-jährige Mutter, das war ihr Sohn, Said, ihr Brotverdiener und Allrounder. Bitte retten Sie mein Kind und bringen Sie ihn zu mir zurück, sagte seine Mutter. Majid Kazemi, 30 Jahre alt, wurde 1992 geboren und war Einwohner von Isfahan. Obwohl er ursprünglich zum Lorestamm im westlichen Iran gehörte. Laut Majids Freund liebte er die Natur und reiste gerne aufs Land. Er war sehr freundlich und fleißig. Majid begann als Trader zu arbeiten und konnte eine Werkstatt Biggenhardweg in Isfahan eröffnen. Er hatte Arbeitsplätze für mehrere Personen in seinem Alter geschaffen. Majid half immer denen, die sich in einer schlechten finanziellen Lage befanden. Majid, Kasemis Freunde, konnte nicht glauben, dass er eine Waffe gezogen hat. In einer Audionachricht aus dem Gefängnis sagte Majid Kasemi, dass er gefoltert wurde, um Dinge zu gestehen, die er nicht getan hatte. Er betonte, ich hatte keine Waffen und habe nichts getan. Sie haben mich so sehr geschlagen, dass sie sehr akzeptiert haben. Diese barbarische Tat ereignete sich gestern und solange die Islamische Republik existiert, ist nicht bekannt, wie viele Menschen noch hingerichtet und getötet werden. Schreiben Sie in die Geschichte. Sie haben uns mit dem morgendlichen Gebetsruf hingerichtet. Schreiben Sie in die Geschichte. Alle, die in diesen 44 Jahren getötet wurden, hatten Hoffnung auf Leben und einen Traum von Freiheit. Schreiben Sie in die Geschichte, während die Jungen hingerichtet worden sind, hat der Westen mit den Mullahs gedealt. Und an einem Tag werden wir in der Geschichte schreiben, dass die Frau Leben, Freiheit, Revolution gewonnen hat. Stop!
Dankeschön und einen schönen Samstag.